Hey, ich habe eine Idee für dich, wie du beim Chippen viel besser dosieren kannst. So, was du tust. Als erstes werf ein paar Bälle Unterarm und das Ziel ist, dass der Ball so nah wie möglich ans Loch kommt. Den Ball schön flach werfen. Und ja, das war nicht nah genug. Ich mache noch einen. Ja. Das passt sehr gut von der Länge. So, bekomme ein Gefühl für die Stärke, wie doll du werfen solltest. Dann nehme einen Schläger, mit dem du genau so mit deiner rechten Hand arbeiten kannst, mit der gleichen Geschwindigkeit. Und dann sollte der Ball die gleiche Länge haben. So, ich habe jetzt erstmal ein Eisen 9. Und ich habe wirklich meine rechte Hand verwendet jetzt beim Schwingen. Ich habe das wiederholt, was ich gerade beim Werfen gemacht habe. Und diese Länge war okay, die war ein bisschen zu weit. So, jetzt nehme ich mein Pitching Wedge. Und ich könnte es auch einhändig fast tun. Und ich möchte genau meine Wurftechnik jetzt mit meinen Schläger ja, einsetzen. Jetzt gucke ich die Länge an und die Länge war spitzenmäßig. So, was ich jetzt herausgefunden habe, ist ein Schläger, was mein Gefühl entspricht. Wenn ich werfen würde und wenn ich chippen würde, benutze ich genau die gleiche Stärke. Und dann wäre es eine gute Idee für mich und vielleicht für dich, alles dann mit diesem einen Schläger zu tun. Und dann kannst du wirklich chippen, üben, indem du einfach Bälle wirfst und genau gleiches Tempo, gleiche Länge, gleiche Technik verwenden und wirklich fühle das in deine rechte Hand. Mit einer leichten Verlagerung, ein schön weiches, langsames Durchschwingen. Und ich denke, diese Idee könnte dir helfen. Probier es bitte so bald wie möglich aus. Und es sollte bitte wärmer werden.